Ich lese das Solinger Tageblatt von Dienstag, den 12. November. Unter grüner Überschrift Solingen heißt es: Kick und Rossmann eröffnen Filialen. Ist die Zeitung übrigens. Kick und Rossmann eröffnen Filialen. Beim Drogeriemarkt in den Clemens-Galerien geht es am 23. November los. Kick startet 6 Tage später. Die BKK schließt ihre City-Filiale. Der Wandel in der Innenstadt geht weiter. Gleich 2 Geschäfte eröffnen in den Clemens-Galerien, wie Investor und Eigentümer Dr. Jochen Stahl bestätigt. Am Samstag, 23. November, eröffnet die Drogeriekette Rossmann in den Clemens Galerien eine neue Filiale. Diese werde 650 Quadratmeter Verkaufsfläche umfassen, meldet ein Firmensprecher. Der Textildiscounter Kick folgt auf 820 Quadratmetern Verkaufsfläche eine Woche später, am Freitag, 29. November. Dafür geht der Rückgang geöffneter Geschäfte und Dienstleister auf der Hauptstraße weiter. Die Bergische Krankenkasse, in Klammern BKK, kündigt das Ende ihrer Geschäftsstelle für das Frühjahr 2020 an. Bis zum Ende des kommenden Jahres will auch die Sparda Bank ihre Filiale an der Hauptstraße schließen. Dass sich die City im Umbruch befindet, wird schon lange diskutiert. Die Stadt hatte zuletzt das Konzept City 2030 auf den Weg gebracht. Dies soll der Leitfaden sein, wie sich der Handel auf weniger Fläche konzentriert und Leerstände neue Bestimmungen erhalten. Auch die Stadt selbst will als Investor auftreten und Immobilien entwickeln und weiter veräußern. Rossmann verspricht Filiale neuester Konzeption, Kick eine für Großfläche. Wie das in der Praxis aussieht, zeigen die aktuellen Nachrichten. Rossmann verspricht ein Ladenkonzept, das den neuesten Gestaltungsrichtlinien entspreche, die Rossmann in neuen Filialen umsetze, erklärte der Sprecher. Daher unterscheide sich der Standort Clemens Galerien von dem Markt am Walder Kirchplatz deutlich. Für Rossmann wie auch für Kick umfassen Umbauten, siehe Kasten, in dem Einkaufszentrum vorgenommen. Für Rossmann wie auch für Kick wurden umfangreiche Umbauten, siehe Kasten, in dem Einkaufszentrum vorgenommen. Eigentümer Jochen Stahl hatte zusammen mit Architekt Andreas Seidensticker die Idee umgesetzt, aus vielen kleinen Läden Größe Räume mit marktgerechter Verkaufsfläche zu schaffen. Die füllt Kick im ehemaligen Gastronomiebereich am Mühlenplatz mit einem Großflächenkonzept, wie die von Kick beauftragte Innenarchitektin berichtet. Teddy öffnet in einer Woche Physiotherapie am 2. Dezember. Durch eine Brandstiftung bedingt ist die Teddy-Filiale geschlossen. Susanne Grafheide-Keusen, die Center-Managerin, erklärt, dass der Discounter versucht, ab Montag kommende Woche wieder zu öffnen. Der Einzug von Rossmann sei wichtig für die Clemens-Galerien, erklärt Grafheide-Keusen. Sie verweist auf viele Nachfragen aus der Kundschaft, wann es endlich losgehe. Aber auch von Kick erwartet sie deutlich mehr Kundenfrequenz für das Einkaufszentrum. Die Besucher können ab Montag, 2. Dezember, auch die Leistungen der Praxis für Krankengymnastik und Physiotherapie von Bärbel Gottzoll wahrnehmen, wie die Inhaberin bestätigt. Die Praxis zieht im ersten Geschoss in die ehemaligen Räume des Eiscafés ein. Bergische Krankenkasse weitet Netz der Kundenzentren aus. Der Wegzug der Geschäftsstelle der Bergischen Krankenkasse passt ins Bild dessen, was die Macher von City 2030 befürchten. Die Konzentration auf den Bereich zwischen Hofgarten und Clemens Galerien kommt schneller.
Die BKK werde in Ohligs im Frühjahr einen neuen Standort eröffnen, berichtet BKK-Sprecher Olaf Steinacker. Den genauen Termin und Ort nenne man noch. Noch so viel, unsere Kunden erwarten dort ein bislang einzigartiges Kundenzentrum in bester Lage. Es werde auf jeden Fall einen nahtlosen Übergang geben, sodass in der City der Betrieb fortgesetzt werde, bis Olix öffne. Tatsächlich will die BKK aber ihr Angebot durch eine zweite Geschäftsstelle erweitern. Doch dafür sei die Lage des Kundenzentrums noch nicht geklärt. So, und jetzt der Carsten Clemens Galerien Umbau. 2001 setzten die Architekten vor allem auf kleinteilige Geschäfte. Dies ist nicht mehr zeitgemäß. In den Innenstädten sind große, zugleich preiswerte Verkaufsflächen Trumpf. Dazu investiert der heutige Eigentümer der Galerien Jochen Stahl 500 € in jeden umgebauten Quadratmeter. Bald folgt noch der Mühlenplatz-Umbau. So, tschüss.